Schokolade, die zarteste Versuchung, seit es Mais gibt. Die frühe Sorte Schokolade ist in den offiziellen Versuchen 2018 eingeschlagen wie eine Bombe. Hier siehst du die Ergebnisse. Mit einem Kornertrag von 113% auf 5 Standorten in der Region Nord ist Schokolade die unangefochtene Nummer 1 und überragt die Verrechnungssorten LG 30222, Sunshiners und Stacy deutlich. Und auch auf den 4 Standorten in Süddeutschland gehört Schokolade mit über 105% zu den 3 Top-Sorten. Auch in der Silomaisprüfung bestätigt Schokolade das hohe Ertragspotenzial im Vergleich zum Durchschnitt der Verrechnungssorten SY Amboss, Stacy und Cheops mit bis zu 104% beim Stärkeertrag und ist mit einem Energieertrag von 103,4% die Nummer 1 von insgesamt 19 Sorten. Kühe mögen keine Schokolade, sondern schmackhafte, energiereiche Maissilage. Und da passt es doch, dass unsere Maissorte Schokolade in der EU-Sortenprüfung die höchste Energiedichte aller 19 Sorten erzielt. Und eine hohe Futteraufnahme bringt dir auch hohe Milchleistungen. Die Praxiserfahrungen von unseren Partnerhändlern sind 2019 ebenfalls sehr positiv. Thomas Kortrade ist Landwirt und arbeitet gleichzeitig bei Rudolf Peters Landhandel. Er sagt: Schokolade gehört 2019 bei mir zu den Top-Sorten und ist mit dem hohen Kolbenanteil der ideale Mais für die Rinderfütterung. Du willst 2020 Top-Maiserträge mit einer sicheren Abreife ernten? Dann setze auf das hohe Ertragspotenzial von Schokolade für deine Kühe, Bullen, die Biogasanlage und als CCM oder Körnermais. Denn Schokolade ist mit den großen Kolben die zarteste Versuchung, seit es Mais gibt. Als Dank für deine rechtzeitige Bestellung erhältst du einen Frühbezugsvorteil von 2,5 Euro pro Einheit. Bei Fragen zum Maisanbau oder unseren Sorten wende dich gerne an unsere Eurocorn-Partnerhändler bei dir vor Ort oder sprich direkt mit unserem Vertriebsleiter Daniel Klemann. Bestelle Schokolade bitte rechtzeitig beim Händler deiner Wahl, denn in der Vergangenheit waren einige unserer Sorten wegen der großen Nachfrage ausverkauft.